Hi, ich bin Konrad Scheibner, bin Kanute, Kanu-Rennsportler, um genau zu sein, und bin 2017 Weltmeister geworden, seitdem auch vierfacher U23-Weltmeister und im letzten Jahr auch Vize-Weltmeister. Ja, also zum Kanusport bin ich schon sehr früh gekommen. Ich glaube, ich bin so mit 3, 4 Jahren bei den Wettkämpfen mit dabei gewesen, weil meine Schwester schon Kanu gemacht hat. Und habe dann mit 8 Jahren selber angefangen. Bin hier von Steg zu Steg immer gefahren. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das gelernt habe. Ist auch nicht so einfach, sich in diesem Boot zu halten. Aber ich muss sagen, das war die erste Sportart, die ich ausprobiert habe. Und seitdem hat der Kanusport mich für sich gewonnen. Und das ist meine Leidenschaft. Ihm gehört mein Herzblut und mein Traum steht. Und da will ich alles dran setzen, dass ich den erreiche. Mein großer Traum war die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Die sind jetzt leider verschoben worden, aber ich arbeite täglich eifrig daran, dass ich dann nächstes Jahr mit dabei sein kann.